Moin Leute, Herbert hier und ein herzliches Willkommen hier zurück zum Let's Play The Last of Us Part 1 in Vorbereitung auf den zweiten Teil, der leider noch nicht auf PC erschienen ist. Okay, bevor wir weitermachen, ich hab da was, das du sehen musst. Und zwar? Los geht's. Mein allerneuestes Spielzeug. Okay, dann zeig mal her. Das ist eine Nagelbombe. Ach, Jörg. Du musst sehr vorsichtig sein. Sie geht hoch und zerfetzt alles in ihrer Nähe. Okay. Aha. Auf jeden Fall ordentlich Nägel drin. Danke für den Tipp. So, wir schauen uns noch. Und Bomben. Und was machen wir damit? Tja, alle paar Wochen zieht das Militär hier durch die Straßen. Ich nehme an, Sie suchen nach Vorräten. Mann, es ist Wahnsinn, was Sie alles übersehen. Jedenfalls. Vor ein paar Monaten fuhren Sie hier durch und wurden von Infizierten überrannt. Sie belagern den Truck. Er fährt prompt gegen die Wand der Schule. Da steht er noch mit der Batterie. Wir holen die Batterie also für ein anderes Auto. Bingo. Ich wollte sie holen, aber es schien zu gefährlich bei den ganzen Infizierten hier. Aber scheiß drauf. Joel braucht sein Auto. Und wenn sie kaputt ist? Nee. Die Trucks sind wie Panzer. Sie wartet auf uns. Das könnte klappen. Okay. So, wir gucken mal, ob wir unsere Waffe noch ein bisschen verbessern können. Wir haben 170 Teile. Das sind jetzt nicht so viele. Das wäre cool, wenn wir das schneller nachladen könnten. Oh. Ah, wir haben dieses Sonderwerkzeug nicht. Für diese Waffen. Wir können nur die kleinen Sachen verbessern. Unter anderem auch die Pistole. Ja. Machen wir es nach. Oh ne, können wir auch nicht mehr. Okay, gut. Uns fehlt das passende Werkzeug, Leute. Das, was wir verbessern konnten, das haben wir schon verbessert. Und der Rest ist halt nicht verbesserungsfähig, sagen wir es mal so. Schade. Ich habe gedacht, wir kommen irgendwie ein bisschen weiter. Zack, zack, zack. Ah, da ist unser Werkzeug zum Verbessern. Gut, jetzt können wir die Waffen doch verbessern. Manchmal muss man einfach nur suchen. So, hier ist nichts, hier ist auch nichts, hier ist auch nichts. Ah, diese... Ich pass auf. Mein Gott. So, dann gucken wir mal. Jetzt haben wir ja das passende Werkzeug. Um schnell deine Kurzwaffe zu ziehen. Okay. Kostet 75. Ja, komm. Machen wir. Ein bisschen modifizieren. Ist nie verkehrt. Ich sehe zwar jetzt optisch keinen Unterschied, aber ich habe auch vorher nicht drauf geachtet, bin ich ehrlich. So. Dann gehen wir einmal hier drauf. Schauen einmal nach. Ja. Diese Waffe ist wichtig. So. Die Waffe bekommt jetzt erstmal ein Zielfernrohr. Ich weiß zwar nicht, woher das kommt, aber sowas hat man immer dabei. Somit ist es ein vollwertiges Sniper. Dann nehmen wir einmal Kapazität. Jetzt passen zwei Kugeln ins Magazin und nicht mehr eine. Und das Nachladetempo erhöhen wir. Weil ich mag die Waffe, aber sie ist halt ziemlich langsam, was das angeht. Sehr gut. So. Ja, perfekt. Ist gut. Okay. Wir können. Okay, super. Optimal. Manchmal sind kleine Modifikationen einfach notwendig.
um im Spiel noch irgendwas reißen zu können. Ja, alles gut, wir können. Los geht's. Ich wollte mich nur ein bisschen umschauen. Ich bin mal kurz oben, ja? Nein, bin ich nicht. Hier ist nichts. Schön hast du's hier. Das sieht schon episch aus. Bist du hier genau richtig? Wahnsinn. Oha, wie gut die Dinger auf Seite geflogen sind. Oh, bei mir auch. Nice. Ein Messer schön gefunden. Okay. Zeit zu packen. Okay, let's go. Ellie, komm schon. Dort. Da ist die Schule. Okay. Zur Schule müssen wir. Werden wir sehen. Okay, also auf direktem Weg zur Schule. Los geht's. Oh Mann. Na komm, du musst dir das nicht noch angucken. Ist da nichts. Wow, das muss stinken. Ekelhaft. Hinter dem Tor kenne ich mich überhaupt nicht aus. Ja, wir machen das schon. Kein Thema. Hey, habt ihr es gehört? Seid ruhig. Oh nein. Unsere Freunde sind hier, Leute. Barbecue Time. Dann mal kurz zurücklaufen. Okay, ich habe echt gedacht, wir kommen hier besser durch. Aber falsch gedacht. Fuck, sind hier viele. Das sind ja abnormal viele. Wie ich diesen Klang hasse. Alles gut. Scheiße. Sind so krass viele. Genau, geh mal gucken. Mist, verschlossen. Okay, da kommen wir nicht durch. Moment, ich habe einen Schlüssel. Ach so, fällt dir jetzt ein. Nach 5 Stunden. Ellie. Komm bitte. Ganz ruhig. Komm jetzt. Da sind ganz schön viele. Okay. Die müssen erstmal da hoch.
Okay. Erstmal, dass sie in Bewegung sind. Weil wenn die doof rumstehen, sind die gefährlicher, als wenn sie in Bewegung sind. Lauft. Nein, 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 nein. Ich laufe einem Klicker auch noch voll in die Arme. Das gibt's nicht. Ich hätte mir aber auch denken können, dass die mich da hören. Es war leichtsinnig zu vermuten, dass ich da so leicht dran vorbeikomme. Naja, war ein Versuch wert, ne? So, und erstmal gute Nacht, mein Freund. Es hat sich jetzt erstmal sehr gut, haben wir. Okay, der Klicker ist noch da. Infizierte. Überall. Überall sind die. Ach ja. Bin ehrlich, die tun mir leid. Ganz arme Viecher. Ganz ruhig, ganz ruhig. Alles ist gleich vorbei. Ist vorbei, siehst du? Ein bisschen Sachen sammeln, ist nie verkehrt. Und dann können wir hier hinten bestimmt wieder raus, ne? Genau. Das hat doch schon mal gut funktioniert. Wir warten dann die nächsten Klicker. Und freundlichen auf uns. Flüchten übers Dach. Ich gehe davon aus, dass wir hier tatsächlich ziemlich viel Loot überspringen, aber... Von wo, von wo, von wo? Wer sieht uns? Er hier? Er sieht uns, okay. Schnauze jetzt. Komm, Ruhe jetzt. Ist jetzt gut. Okay, wir sind weit genug weg, dass die anderen uns nicht hören. Okay, so haben sie es jetzt gemacht. Okay, verstehe ich. Ich will mir überlegen, ob wir vielleicht doch noch looten hier. Ja, hier hat uns jetzt keiner gehört. Dabei hatten die nichts, ne? Nein. Aber hier waren wir noch nicht drin. Nicht, dass wir hier irgendwas verpassen. Ja, Material. Oh, der hat uns nicht gehört. Da hatten wir richtig Glück. Ich hätte jetzt gedacht, safe hören die uns, aber... Ich meine, wir müssen doch mal Glück haben. Komm, sind wir doch mal ehrlich. Ja, drei Pfeile, nice. Wie gut man die Pfeile im Rucksack sehen kann. Ein paar Ersatzteile zum Basteln, nie verkehrt. So, und jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Wo muss ich jetzt lang? Okay, ich kann hier drauf, dann hier hoch. Check ich. Achso, okay, und hier dann rüber, oder was? Ja.
Okay. Habe ich verstanden. Und hier durch. Hier lang. Sie ist von drin verriegelt. Wie wäre es denn damit? Was? Womit? Tür? Joel, das ist dein Ding. Sei sehr vorsichtig. Na klar. Oh. Oh, da war der Ton wieder weg. Okay, Bill. Mach die Tür auf. Noch mehr von diesen Flickerdingern. Oh, Scheiße. Sie haben uns nicht gesehen. In Deckung bleiben. Vorsichtig. Alter, wie viele hier sind. Vorsichtshalber nehmen wir mal die Schrotflinte in die Pfote. Armseliges Leben. Muss hier aber auch höllisch aufpassen. Die zwei, die rennen hier durch, als ob es nichts wäre. Naja, das wollte ich zwar nicht. Oh, 6 Schuss. Okay, dann hat es sich doch gelohnt. Okay, ich will noch oben gucken. Geht nicht. Okay, oben geht's nicht lang. Dann ist gut. Wir können weiter. Kann ich mir ein neues Messer machen? Ja. Okay, los, hoch jetzt. Aufs Wohnmobil. Okay. Ich hätte nicht gedacht. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir so gut da durchkommen. Upp. Okay, hier sieht es jetzt ein bisschen ruhiger aus. Ich hoffe, das bleibt auch so. Hallo, jemand zu Hause? Im Moment. Verdammte Dinger. Keiner wurde gebissen, ja? Alles okay. Gehen wir weiter. Ich bin mal oben. Hilf mir hier mal kurz. Ja, mach ich gleich. Muss noch ein bisschen forschen, ob hier noch Sachen sind. Ich wusste es. Wenn es irgendwo lang geht, dann sollte man sich immer mal umschauen, ob man was findet. Ist immer so. In jedem Spiel. Sind wir da ehrlich. Oh, ein Tagebuch. Oder? Tatsächlich. Jetzt ist es offiziell. Die Schule bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Also ist dieser Ausbruch doch zu etwas gut. Keine Schule, gleich keine Hausaufgaben. Also mir passt das gut. Also, was soll ich mit meiner ganzen Freizeit anfangen? Mom und Dad haben gestritten. Irgendwie haben sie gleichzeitig geflüstert und sich gegenseitig angeschrien. Offenbar will Mom weg zu ihrer Schwester. Dad sagt, es sei hier sicher und dass der Ausbruch unsere Stadt nicht erreicht. Dad hat mich angebrüllt, weil ich Radio gehört habe. Er sagt, die Nachrichten seien Unsinn. Mom hat ihm zugestimmt und eine tapfere Miene aufgesetzt. Aber ich merke, dass sie Angst hat. Sie haben beide Angst. 7. Oktober. Das ist immer ein Tag später, okay. Ich glaube, Dad hat ein schlechtes Gewissen wegen gestern. Gadget? Der Hund. Hat in meinem Bett geschlafen und Dad hat nichts dazu gesagt. Er kam rein, hat ihn gestreichelt, geseufzt und ist wieder verschwunden. So habe ich ihn noch nie erlebt. Letzte Nacht hat Dad Mom getröstet. Tante Karen ist tot. Das habe ich jedenfalls gehört, glaube ich. Beim Frühstücken waren alle ganz ruhig, als ob nichts passiert wäre. Ich habe mitgespielt.
Da, wo wir hingehen, sind keine Haustiere erlaubt. Wir sind mit Gadget in den Stadtstrand gefahren. Stadtrand. Ich habe ihm sein Halsband abgenommen und ihn laufen lassen. Auf der Rückfahrt sagte Dad ständig, dass es ihm gut gehen werde. Er gehört in die freie Natur. Schon klar. Wir werden bald wieder zurück. Ich glaube, er lügt. Kleine, du hast wohl recht. Hey, hast du kurz Zeit? Klar. Ja? Ich wollte sagen, dass es mir leid tut. Wegen Tess. Das war's. Ich fange nicht wieder davon an. Ellie, mach dir keine Sorgen um mich. Wir sollten nach Bill sehen. Okay. Aber es ist nett von ihr. Sie mochte Tess auch irgendwo. Ich habe ein bisschen Angst, dass der Hund jetzt hier rumläuft. Weil es war ja sein Revier. Oh wei. Was habe ich gesagt? Da ist der Truck. Ragt aus der Schule raus. Na los. Mit na los wird das erstmal nichts. Wir müssen leise sein. Ist gar nicht so einfach, hier leise zu sein. Komm schon, ein Stück schneller. Okay, Glück gehabt. Und jetzt runter. Sehr gut, das lief gut. Oh. Dort rechts. Der ist sehr gefährlich, der ist gefährlich, der ist auch gefährlich. Der hier geht. Oh fuck, wir sind am Arsch. Nicht? Boah, ich hätte jetzt safe denken können. Der Typ greift uns an. Der hier vorne. Ellie, lauf, lauf! Ach, sie kommt von überall! Scheiße! Ist jetzt Schluss hier. Das war einfacher als gedacht. Sie müssen woanders stecken. Na, wir sollten nichts riskieren. Wie kommen wir rein? Da liegt eine Leiter auf dem Bus. Hilf mir da hoch, dann hole ich sie. Auf welchem? Ah, da. Und hoch mit dir. Seid vorsichtig da. Danke, Bill. Alles okay. Wir müssen nur zur Motorhaube kommen. Also einmal rein. Klingt einfach. Aktuell. Hört ihr das? Sie kommt. Schnell jetzt, Kleine. Verdammt, verschlossen. Wir gehen hier rein, wir holen uns die Batterie und wir machen, dass wir hier wegkommen. Oh Mensch! Die Rücken gegen den Zaun hier drüben! Los, ihr zwei, lauf! Rein. Bist du jetzt so weit?
Es ist leer, verdammt! Leute! Wohin? Bill, wohin? Erstmal weg hier! Wir müssen raus hier! Komm mit! Oh nein! Wer hat die Batterie geklaut? Schleichen uns hinten raus. Ihr zwei folgt mir. Ich bringe uns hier raus. Na dann los. Nein, 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 nein. Ich dachte, da geht's raus. Fürs Protokoll, nein, geht's nicht. Ich sehe sie. Mein Gott. Oft können wir die Aktion aber nicht machen. Der Backstein ist irgendwie stabiler. Das ist die falsche Richtung. Hier lang. Ja, ich muss doch gucken nach Material und so, Jung. Hier geht's durch. Wir müssen an denen vorbei. Ich verstehe. Was denn, hä? Was? Jetzt mal gut hier. Manchmal muss man hart durchgreifen. Ist einfach so. Ah, fuck. Da können wir lang. Den Flur runter. Okay, geht. Hilf mir. Mit. Okay, bereit. Und nochmal und nochmal. Da sind noch mehr. Türen versperrt. Komm, mach zu. Boah, sehr gut. Das wird sie nicht lange auf. Das klingt nicht gut. Oh, fuck. Oh, nein. Verdammt, was ist das denn? Ein verdammter Bluter. Ein was? Ellie, in Deckung. Ich mach das. Verdammt, was wirft er auf uns? Ellie, halt dich fern davon. Was denn, hä? Das Boxen. Na komm. Wir müssen da hoch. Sehr gut. Oh,
Oh mein Gott. Oh mein Gott, was war das? Okay. Krass. Sorry, Großer. Ich hab echt keine Lust. Oh, mehr. Nein! Oh, Mann! Ja, komm. Gibt's doch nicht, echt. Wo ist eine andere Kollegin? Hier lag noch irgendwo bestimmt Munition rum. Wir haben ihn. Puh. Scheiße. Fuck.